der bislang früheste Start meiner Reise und es sieht immer noch grau aus. Ja, was soll ich sagen? Heute habe ich die Mörderstrecke von knapp 700 Kilometern vor mir. Gestern habe ich es nämlich dummerweise nicht bis zu meinem Zwischenziel in Jens geschafft, sondern habe dann einfach zwischendurch aufgegeben. Es hat nämlich einfach nur in Strömen geregnet. Ja. Deswegen werde ich heute keine Gefangenen machen und erstmal zusehen, dass ich so schnell wie möglich nach Venedig komme. Und vor allen Dingen werde ich die frühe Zeit nutzen, um ordentlich Meter zu machen jetzt. Nochmal schnell in Österreich getankt und danach geht es über die Grenze. Ich hoffe mal, dass ich so gegen 12 spätestens in Venedig bin, was so ungefähr die Hälfte meiner Strecke ist. Beginnt. Ich befinde mich gerade auf der Passstraße rüber nach Italien. Habe jetzt die restlichen 60 Kilometer von gestern noch in einer halben Stunde ungefähr abgerissen. Wollte eigentlich noch mal tanken in Österreich, aber es gab leider keine Tanke mehr hier. Das heißt, es gab schon eine Tanke, aber ich hatte sehr viele LKWs vor mir, die ich alle überholt habe, und hätte ich jetzt getankt, wäre ich wieder dahinter gelandet. Reisen mit Zeitdruck ist keine schöne Sache. Das ist eine wahnsinnig schöne Straße. Das Problem ist, die ist noch nass. Ich mag jetzt hier nicht alles geben und dann wegrutschen, weil dann machst du das sowieso mit dem Tag. Aber ist die noch nass? Nee, hier nicht mehr. Stellenweise nass. Wollen wir den gleich mal noch? Steilkurve. Boah, ich muss doch runter in den ersten gehen. Die haben sich ja schön die Wolken gestaut. Na super. Oh, ich dachte, in Italien wird es dann besser. Zumindest hat das Regenrad da halt früh gesagt. Österreich überall Niederschlag. Süddeutschland auch. Aber Italien sah eigentlich ganz nett aus. Naja, mal sehen. Boah, hast du eine Suppe. Und die Stadt.
Straße schön nass. Ganz übel. Jetzt geht's den Glöckenpass hinauf. Ich habe jetzt noch mal getankt. Dummerweise ein bisschen zu viel, das ist alles übergelaufen. Aber mit den 16 Litern komme ich jetzt hoffentlich bis Venedig und darüber hinaus sogar noch. Ich habe jetzt nur noch knapp 600 Kilometer vor mir. Es ist gerade mal 7:30. Also die Chancen stehen gut, dass ich es bis nach Livorno schaffen könnte. Kommt natürlich auch darauf an, wie schnell ich dann in Italien fahren kann und ob es dort bergig ist oder nicht. Beziehungsweise wie gut ich um die Region um Venedig rumkomme oder dort durchkomme, weil das alles irgendwie Stadtgebiet zu sein scheint und ich dementsprechend viele Kreuzungen nehmen muss und viel abbiegen muss, und das setzt natürlich die Geschwindigkeit herab, genauso wie diese Passstraßen hier, wo man ständig bis auf 30 runterbremsen muss, um die Kurve zu bekommen. Ja, es wird interessant, sage ich mal. Ich hoffe, dass in Italien endlich mal dieses graue Wetter aufhört, ey. Mir geht das so auf den Sender. Ich doch bewusst, dass hier irgendwie was gemäht wird. Dieses Scheißwetter nämlich gestern schon den ganzen Tag ertragen müssen. Ich bin gestern, nachdem ich die Kamera ausgeschalten habe in Zell am See, habe ich versucht, über den Großglocknerpass zu fahren. Also einfach beim Navi hinterher, und das Problem war aber, dass dieses Navi diese Mautstraße nicht erkannt hat. Also beziehungsweise auch nicht wusste, dass die an dem Tag für Motorradfahrer komplett gesperrt war. Ich habe es dann in Bad Garstein probiert. Da soll eine Autoschleuse geben. Und als ich dann dort war, die 30 Kilometer extra in dieses Tal dort reingefahren bin und in dem Bahnhof stand, war da einfach mal gar nichts. Also es gab irgendwie eine Autokasse. Da bin ich rangefahren, da saß keiner am Schalter. Es gab einen Personenbahnhof, der aber auch komplett verwaist war. Also da war niemand, absolut niemand. Und laut Plan hätte dann irgendwie ein Zug fahren müssen, aber ja, ist einfach nicht. Also bin ich wieder umgedreht, die 30 Kilometer durch das Tal wieder zurückgefahren, um dann letztendlich einen Umweg von etwa 200 Kilometer noch anzutreten, bis nach Lienz, meinem eigentlichen Ziel, was ich dann schlussendlich nicht erreicht habe. Ich bin dann irgendwo anders untergekommen, weil ich dann nach dem zweiten Pass über 2000 Meter Höhe so kalt und nass und durchgefroren war, dass ich einfach keine Lust mehr hatte, irgendwo hin noch zu fahren. Also das war echt eine ganz schön straffe Nummer gestern. Da bin ich noch durch so einen Ort gefahren, Obertau, und da waren dann nur noch 2 Grad. Da hatte ich schon Angst, dass es irgendwie gefriert, dann dieser Niederschlag auf der Fahrbahn. Das war mir echt viel zu viel gestern. Oh, da scheint es auch Steinschlag zu geben. Ja, also der beste Pass hier ist es nicht, die beste Straße. Aber ist mir jetzt egal, Hauptsache ich komme nach Italien irgendwie. Nach dem Desaster gestern mit diesem dem Großglocknerpass und den 2 Pässen danach habe ich echt keine Lust mehr hier auf Berge. Zumindest nicht auf Berge, die über 2000 Meter hoch sind, wo es arschkalt ist, wenn man drüber fährt. Wartezeit 20 Minuten, da wird mich wohl... Ja, nee. Steinschlaggefahr oben, ja. Steinschlag? Sie können schon vorne hin, haben Sie die Pole Position. Okay.
erste, der durchfahren darf. Na super. Das ist Kaninchen. Ist das eine Gedenkstätte? Ganz so aus. Wahnsinn. Die Straße geht hier genau in den Berg rein. Das ist der absolute Wahnsinn. Schaut's euch an. Da oben liegt sogar noch Schnee. Und zwar eine ganze Menge. Ja, bis jetzt ist noch nichts zu sehen vom Steinschlag. Ist mir eigentlich auch lieber so. Als Motorradfahrer ist man den Witterungsbedingungen und solchem Ungemach natürlich schutzlos ausgeliefert. Wobei es kommt einfach bloß auf die Größe des Steins an, der runterkommt. Wenn so ein 500 Kilo Brocken runterkommt, ist glaube ich auch im Autoschlitz dann. Das hält die Fahrgastzelle auch nicht aus. Oh, ein Bergsee. Oh, das ist echt eine schöne Ecke hier. Ich schätze mal, da drüben wird es dann durchgehen. Durch diese Schlucht. Entweder dort oder da drüben. Ja, genau dort, durch die Talenge dort. Wahnsinn, ey, mit was für einem Aufwand die hier die Straßen durchgebaut haben durch das Gebirge. Das könnten die ruhig öfter bauen, dann würde ich auch ordentlich vorankommen. Achte Stundenkilometer. 600 Kilometer, das sind nicht mal 10 Stunden. Bis in Borno. Ich habe leider Ohrstöpsel drin. Damit ich das Navi höre. Oh. Oh, Vorsicht. Italienische Grenze. 32,8 Kilometer bis zum nächsten Ort. Na Wahnsinn. Okay, 90 außerorts, 110 auf der Schnellstraße und 50 innerorts. Mal gucken, ob sich die Italiener dran halten. Rumänien sah das so ähnlich aus, aber die Rumänen sind auch mit 80 oder so durch die inneren Ortschaft gebrettert. Das hat die überhaupt nicht interessiert. Wenn du gekascht wirst, bist du natürlich dran. Hm? Ich glaube in Italien, Italien hatte, wie lange ist das her, ist irgendwann mal richtig rausgestochen aus den Unfallstatistiken für Motorradfahrer. Also haben die kurzerhand gesagt, die Motorradfahrer dürfen sich gegenseitig nicht grüßen, also dürfen die Hände nicht vom Lenker nehmen und dürfen nicht aufstehen während des Fahrens. Soweit habe ich das zumindest gelesen, also das ist quasi erlassen worden, diese Gesetzmäßigkeiten, weil die italienischen Motorradfahrer immer so viele Unfälle gebaut haben. Wahrscheinlich beim Grüßen oder was weiß ich, sind auf ihren Motorrädern rumgehampelt und dementsprechend hat man gesagt, ja Jungs, das dürft jetzt nicht mehr. Oh, was für eine Straße. Da hätte Colin McRae seine wahre Freude dran, wenn er noch leben würde, nicht bei einem Helikopterabsturz ums Leben gekommen wäre. Von dem Steinschlag habe ich immer noch nichts gesehen. Wer weiß, wie das ist dann.
Das, was ich gestern nicht aufgenommen habe, nehme ich dafür heute auf. Die Kamera ist nämlich voll geladen. Mit Ersatzakku. Ja gut, also wenn mir hier jemand schon entgegenkommt, denke ich nicht, dass der Steinschlag noch kommt irgendwie. Vielleicht gab es weiter oben über der Straße irgendwo einen Steinschlag. Das haben die Jungs bemerkt und haben vielleicht befürchtet, dass das noch weiter rollt, das Geröll. Und haben einfach mal prophylaktisch die Straße gesperrt. Kann natürlich auch sein. 1200 Meter über Meer. Das habe ich mich schon gefragt, wie hoch das hier alles eigentlich liegt. Weil ich heute früh auf die Karte geschaut habe und gesehen habe, dass dieser Pass an einem Berg vorbeigeht, der so um die, also an so einer Bergspitze, die in der Karte eingezeichnet war, die so um die 1600 Meter hoch war. Ich schätze mal so 1400 Meter war der Pass bestimmt hoch. Natürlich kein Vergleich zu dem Pass gestern, der war vielleicht so 1600, weiß nicht wie hoch Obertauern liegt. Müsste ich mal nachschlagen und dann hier einblenden. Durch das eingestöpselte Navi habe ich jetzt leider nicht die Möglichkeit, dem Gewitter meines Auspuffs zu lauschen. Der donnert nämlich so schön, wenn es berg runter geht. Vielleicht hört man das ja auf dem Video. Ich weiß nicht, wie gut die Qualität von dem Mikro ist. Ich weiß bisher überhaupt noch nichts über dieses Mikro oder über die Filme, die ich bis jetzt gemacht habe. Ich hatte nämlich noch keinerlei Gelegenheit, mir die in irgendeiner Weise anzuschauen. Bis jetzt war irgendwie jede Minute, die ich mal frei hatte, verplant mit entweder Sachen trocknen oder halt, naja gut, in Regensburg hatte ich genug andere Ablenkung. Usita Automezzi, was heißt das wohl? Ich kann leider kein Wort Italienisch. Ich verstehe Spanisch ein bisschen, was wohl die am nächsten verwandte Sprache zu sein scheint. Aber Italienisch, kein Schimmer. Ich weiß, dass Fisch auf Italienisch Pesce heißt. Oder Pesce, oder irgendwie so. Im Spanischen ist es ja Pescado. Klingt so ähnlich, aber das ist das einzige Wort, was ich im Italienischen wirklich... Naja, ich kenne es ja noch nicht mal richtig. Ich glaube auch nicht, dass man sich da durchschlagen kann mit einem einzigen Wort, was Fisch heißt. Vielleicht im Japanischen. Da drüben scheint es einen Steinbruch zu geben, einen Marmorbruch. Ja. Ich habe eine Dokumentation auf Arte gesehen. Das ist eigentlich sehr interessant, wie die das rausbrechen dort. Wird nämlich nicht gesprengt, weil es sonst in Stücken umherfliegen würde, sondern das wird größtenteils durchgeschnitten. Die Richtung, in die ich fahre, gefällt mir gerade echt gut. Geht nämlich genau in Richtung blauen Himmel. Ich habe zwar noch ein paar Berge vor mir, aber ich denke, das dürfte sich dann auch in spätestens 50 Kilometern erledigt haben. Ich habe jetzt nur noch knapp was über 500 Kilometer auf der Uhr. 530 bis Livorno. Das stimmt mich zuversichtlich, weil wir haben es noch nicht mal um 9. Das bedeutet, ich habe schon fast 200 Kilometer geschafft. Weiß nicht, wie viel es exakt waren, weil ich ja 642 von Livorno von
Auf jeden Fall bin ich bis jetzt ganz zufrieden mit meiner Wegstrecke, die ich zurückgelegt habe. Gut zufrieden mit dem, was da vor mir liegt, nämlich schönes Wetter. Ja, was für eine Wahnsinnsstraße. Eng und verwinkelt. Und das Beste, verboten für LKWs und Busse. Tja, die hätte ich hier auch mehr als 50 fahren sollen. Ganz ehrlich. Ah, okay, es geht wieder bergab. Gott sei Dank. Ich muss irgendwie ein paar Meter machen mal. Die Berge halten mich doch ganz schön auf. Mehr als ich gedacht hätte. Ich schätze mal, hier kommt alle halben Jahre mal jemand vorbei. Sehr befahren sieht hier nämlich nicht aus, die Straße. Ich habe mir das Navi quatscht schon mal dazwischen, gerade wenn ich was sagen will, sagt es bitte wenden. Oh, das erste Auto, was mir hier auf diesem Pass entgegenkommt. Und dieser Pass ist echt der Wahnsinn. Ich glaube nicht, dass hier oft Leute langkommen. Es geht so dermaßen krass hier um die Kurven. Es ist alles so eng gebaut. Die Straße ist auch nicht mehr im besten Zustand. Also es, ich denke mal, die werden hier mit 30 km/h im Durchschnitt rechnen. Und ich bin hier gerade hochgeblasen, weil ich echt Meter machen muss. Und das geht natürlich schlecht auf so einer Straße. Boah. Ja, was ich gerade sagen wollte, ich habe mir gestern extra Wärmpflaster auf dem Rücken gemacht, weil mein Nacken gestern so dermaßen verkrampft war und wehtat, dass ich gedacht habe, ich kann halt überhaupt nicht mehr fahren, habe heute einen steifen Nacken. Und nach dieser Straße, denke ich mal, ist es wahrscheinlich genauso. Also ich merke es jetzt schon, durch dieses ständige Kopfdrehen, diese ständige Nickbewegung, die man machen muss, hoch, runter gucken, das geht so dermaßen auf den Nacken. Unwahrscheinlich. Was mir wahrscheinlich auch wehtun wird heute Abend, wird das Handgelenk sein. Rechts und links. Links muss ich mich immer abstützen, mit rechts am Gasgriff drehen. Und das mache ich echt sehr oft hier. Vorderrad um die Kurve gehopst. Das geht aber nur, weil ich hinten die Taschen dran habe und die prall gefüllt sind und mich nach hinten verlagere. Ich weiß gar nicht, ob man die überhaupt aus Hinterrad bekommt. Ich persönlich glaube ja nicht dran. Dafür ist sie mir viel zu schwer. 18 Kilometer ist die Straße jetzt schon lang. Und sie scheint so schnell nicht aufhören zu wollen. Oh Gott, oh Gott. Das ist lustig, mein Navi sagt, bitte wenden, bitte wenden. Nach 300 Meter bitte rechts fahren, bitte scharf links, bitte wenden. Bitte wenden. Ich bin
versucht, das ABS einfach abzuschalten und mit der Hinterradbremse einfach um die Kurve zu sliden. Dummerweise ist dann auch das ABS am Vorderrad aus und das möchte ich eigentlich nicht ausprobieren.